Es ist ein Novum in der Geschichte des Trierer Altstadtfests. Die 29. Auflage wird die Stadt in eigener Regie vorbereiten und organisieren. Die Straßengemeinschaften sehen sich nicht mehr in der Lage, den hohen Personal- und Zeitaufwand zu erbringen, heißt es im Rathaus. Laut einer Verwaltungsvorlage wird eine dezernatsübergreifende Arbeitsgruppe das Altstadtfest auf die Beine stellen. Jürgen Backes vom städtischen Presseamt soll die Leitung übernehmen. Die Straßengemeinschaften, die das Fest seit 1981 organisieren, sollen aber noch beratend und unterstützend mitwirken. Der Stadtrat wird die Vorlage in seiner Sitzung am Donnerstagabend behandeln. Programmeinzelheiten stehen noch nicht fest. Allerdings zeichnet sich ab, dass es die traditionelle Peter- und Paul-Kirmes in bisheriger Form auf dem Viehmarkt nicht mehr geben wird. Denkbar ist eine reduzierte Kirmes auf dem Rindertanzplatz. Das Trierer Altstadtfest findet vom 26. bis 28. Juni statt.